Hi, ich bin der Bruger und das hier ist eine Demo zu einem neuen Horrorspiel. Und ja, das sind die Leute, die mich monatlich finanziell supporten. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Amy in the Shadows, Bex King 1990, Bienchen Meier, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, It's Lito, Jewel Buck, Kaito Kizue, Leon der Meddler, Luigi, Markus Eckgold, Master Exploder 5000, Mike Kitchan, Metal Dragona X, MJC Cuts and Games, Neo Chaos, Nezumi, Panarek 90, Pupo Fischpup, Raik Boretzky, Ralf 66, Radion Donovan, Rufus Platus, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Vantan und Wölfchen 99. Ja, guten Tag, Leute, wir spielen heute Leluto heißt das Spiel. Ist ein psychologisches Horrorspiel. Die Demo ist jetzt erst draußen und das fertige Spiel kommt dieses Jahr wahrscheinlich. Und ja, ich dachte mir, ich färbe mal meine Haare wieder blau. Sieht man jetzt nicht so gut durch den Filter. Ich musste ein bisschen was umstellen an meinem Greenscreen. Naja, auf jeden Fall, wir spielen es auf Englisch. Man spielt eine Person, die unter Agoraphobie leidet. Also die Angst vor öffentlichen Plätzen, das Haus zu verlassen und so weiter ist sehr schwierig, wenn überhaupt nicht möglich, glaube ich. Naja, Luto Demo, The Choice. Diese Demo ist eine kurze Erfahrung, unabhängig von dem Hauptspiel. Deswegen, ja gut, es ist schon wieder zu... Ich konnte nicht mehr lesen. Auf jeden Fall, die Demo hat nichts mit dem Hauptspiel zu tun, deswegen ganz cool, werde ich das mal so einbinden in das Let's Play, wenn es rauskommt, das Spiel. So, Luto, da haben wir es ja. Aber ganz kurz mal die Optionen. Englisch. Ich glaube, man kann es nur Englisch und Japanisch oder Espanol, habt ihr gesehen? Japanisch, genau. Subtitles Background lassen wir mal aus. Subtitles lassen wir mal Big. So. Sound. General, ja, Voices machen wir auch voll, Effekte, UI, Graphics, lassen wir einfach mal, wie es ist, glaube ich. Oh, V-Sync vielleicht doch mal anschalten. Balanced, Performance, ja, lassen wir Quality. So, easy peasy, Controls, Maustastatur muss ich, glaube ich, nicht viel. Play Demo. Jetzt geht's los, Leute, ich freue mich, The Choice. Auf jeden Fall grafisch. Lecker, lecker. Ein Schmeckerchen ist das. Oh. Okay, Nachladeruckler. Aber sollte jetzt alles flüssig sein. Ja, ja, ja. Ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit meinem Aufnahmeprogramm. So, dann doch mal hier frohes Neues, falls ihr Fallout nicht schaut. Oder meiner Spielweise rumkritisiert. Oh, oh. Das war aber schön. Das ist aber schön. Guckt euch das mal an, die Lichtstimmung. Ein Rekord. Rack. Irgendwie bringt es immer so ein bisschen die Kamera. Ich spiele es doch mit dem Gamepad. Komm, ist mir zu doof. Wenn ich mich mit der Maus ein bisschen rumbewege, dann springt das so. Das ist kacke. Seht ihr, sieht viel smoother aus mit dem Gamepad. Das ist die Zeichnung einer Tür mit gebrochenen Balken. Bars. Okay. Nimm's mal mit. Für was auch nicht. Ja, man kann es ja mal gebrauchen, so ein Bild. Achso, was? Telefon klingeln. Meins ist immer auf stumm. Ich kann es nicht ab. Genauso wie Türklingeln, das macht mich... Oh, das triggert mich total. Hat er gerade gefurzt? Das gehört? Was nicht? Da ist es ja. Hey, how are you? Are you doing better? Better? It's been a while since... You know... Yeah... I'm trying to give you space. Of course, if you need me, just say something, okay? I'll come and get you. So, please, don't be a stranger. Da durchgestrichen. Help? Irgendwie wusste ich, dass ich woanders gelandet bin. Nicht mal V-Sync ausmachen, vielleicht liegt es da dran. Ey, es läuft schon viel besser direkt, weißt du? Oh, die ist rumgehopst von der Kamera. Ich, sogar nicht ranzoomen. Help? Und da ist ein Geschenkpaket.
Ja, ich habe leider nichts zu Weihnachten gekriegt. Das macht mich total traurig. Nee, ach was. Auch nichts. Do not stare at him. Schau ihn nicht an oder starre ihn nicht an. Oh. Das ist ja immer cool, ne? Den soll ich nicht anstarren. Ja. Ah. Viel besser. Auch wenn der Kegel so ein bisschen klein ist, oder? Komm, wenn ich mich drehe, dann sieht man halt echt nicht so viel. Naja, gut. Rainbow Hole oder wie? Chillst du bitte? Ich chillst du jetzt? Okay. Also erstmal, das ist Jumanji. Robin Williams. Oh, ich vermisse ihn voll. Das ist die unendliche Geschichte. Das ist E.T. Es sind tatsächlich Filme. Das ist Beetlejuice. Das ist Scream. Das ist Exorzist. Keine Ahnung. Könnte alles sein. Der weiße Hai. Und könnte alles sein. Glaube ich. Kann ich mich auch ducken? Ne. Ich sehe das da unten nicht so richtig. Guck mal, Gremlins. Mars Attacks. Superman. Roter Superman. Ein Panda. Bucky. Wednesday, oh, habt ihr die Serie gesehen? Hammer. Gremlins, also die bösen Zombies. Was denn? Was denn? Bin ich irgendwo her? Bin Vampir oder so. Lache. Voll Hammer, ey, die ganzen Filme hier. Und ich kenne sie halt auch noch alle. The Death. Der Tod. Das sieht halt echt geil aus. Das ist alles selbst gezeichnet. Also wirklich selbst gezeichnet und ins Spiel gebracht. Hammer. Aber hier. Die Halle ist voller Kisten aus dem Film. Ne, vom Move. Also vom Umzug. Zeichnung sollte nicht in dieser Box sein. Wer ruft denn an? Irgendwo. Ketten? Chains? Ah, da oben, seht ihr? Das hab ich oben auf der Kante gesehen. Das ist kein normales Haus. Warum riecht es hier nach Eisenblut? Der Pfad ist offen. Okay. Was ist gerade passiert? Hinter diesen... Hinter diesen Balken oder Barren ist ein dunkler Ort, leicht sich zu verlieren. Was liegt hinter dem Licht? All das wegen diesem ungewollten Geschenk. Alter. Ja, sich bewegen unter Fremden. Ich denke, ich will es zurückgeben. Links oder rechts? Welche Wahl habe ich denn? Oder was ist die gute Wahl? Glücklich zu sein. Da oben meine ich. Hier. Was da? Ah, jetzt sehe ich das auch hier mit der Taschenlampe. Wow. Ein Bild. Fisch oder die Fische. Die knubbeligen, dicken Jungs oder was auch immer. Da was? Tür? Na gut. Es sind Ketten überall hier.
Drawing of a Blue Gift. Zwei Gespenster oder. Gib mir einen Laken. Wie der da. Der jetzt weg ist übrigens. Also, wie gesagt, so optisch ist richtig gut. Und dieses VHS oder diese Überblende da, so eine Linse quasi, sieht richtig gut aus. Schon klar, dass das nicht aufgeht jetzt. Aber ich kann auch schnell laufen. Ach, das sind die Barren. Nur das. Auge. Vielleicht unheimlich, ne? Ah, aber ich muss da rüber. Bild. Echt? Nicht der Raum dahinter, das ist ein Bild, das hinter den Spionen gehängt wurde, oder? Die Steuerung ist komplett spiegelverkehrt. Also links und rechts, so wie oben und unten. Ich durchgucke. Ich glaube, das ist das, was man hier sieht. Ich. Warte mal. Ja, das ist das Bild, was ich sehe, wenn ich da durchgucke. Das Auge. Boah, da ist nämlich die Scheibe. Und da liegt das blaue Tape. Aber ich kann da nichts machen. Leider. Ja, no longer hier. Sie sind nicht länger hier. Ah! Alter. Das war das hier, das Raumspray, oder? Diese automatischen Kackteile. Das ist wild geschnitten, das Kind. Macht doch bestimmt eh keiner. Hilfe, 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 Hilfe. Hilf mir. Bin verloren, hilf mir. Ah! Alter, ist das gruselig. Ach, warte mal, dieses Dreieck, kennt ihr das? Ist voll interessant, wie heißt denn das nochmal? Das ist so ein ganz natürliches Muster, was sich hier gibt, wenn du zwischen drei, also ein gleichschenkliges Dreieck zeichnest, oder gleichwinkliges Dreieck zeichnest. Und, also alle mit 60 Grad hier, die Winkel, ne? Und dann setzt du immer zwischen zwei Punkte, nimmst du immer genau die Hälfte. Also was weiß ich. Ist schwer zu erklären. Aber einige kennen es vielleicht. Schreibt das mal in die Kommentare. Das ist sehr bekannt hier, dieses. Wenn ich es jetzt wüsste, ne? Ich sitze drauf irgendwie auf dem Namen. Bitte ausmachen. Es gibt hier keine. Es gibt hier kein Entkommen. Suche anderswo Hilfe.
Was ist das für Löcher? Sind das Steine? Die Eidechse hier. Oh, krieg ich Gänsehaut. Schon wieder dieses Drecksteil, ich hab's gewusst. Du bist das. Tischst mich hier an. Gesehen, ne? Boah. Alter, das sieht fotorealistisch aus. Guckt es euch mal an. Das sieht, habt ihr das gesehen, der Stoff? Sei vorsichtig mit diesem Ort. Es ist leicht, darin verloren zu gehen. Das sah so echt aus. Als wird da wirklich jemand unter dem Tuch sein und auf uns zulaufen. Wie krass, oder? Help me. Help me. Ich hab's immer noch... Ah! Abschütteln. Wollte ich anfangen zu sprinten? Bob. Dann zuckt er so ganz kurz irgendwie so. Habt ihr gesehen? Das sieht richtig gut aus. Wisst ihr noch The Vanishing of Ethan Carter? Da war das ja auch so, da haben die diese Prozedur, dass man einfach so ganz viele Fotografien von einem Gegenstand macht und der dann so lebensecht aussehen lässt. Über die Taschenlampe ganz vergessen. Stop watching me, auf mich zu beobachten. Warum hasse ich dich? Selbstsüchtig, undankbar. Er sieht mich immer an, ich hab dir vertraut. Niemand will mit dir spielen. Jedes Mal, wenn ich dich ansehe, bist du fröhlich. Warum? Es ist nicht, an was ich mich erinnere. Die Scheidung war deine Schuld. Ja... Sissy Boy, also kleine Tunte sozusagen, eat dicks. Oh, wie gemein, ey, fett, also fett, ekelhaft. Warum ich? Das ist voll gemein. Dinge, die er mag. Filme, Zeichnen, Dinosaurier, Horror, weird, also seltsam. Jungs, Schmerz, sein Hund. Aha, das Bild eines dunklen Pfades, 522. Geht's hier um... Was? You want to do it again. Geht's hier um Jungen einfach nur, der seine eigene Identität finden will, so ein bisschen, auch Sexualität. Ich vermisse ihn. Und die Eltern haben sich scheiden lassen und er lebt jetzt mit der Mutter und... Ja, und er hasst sich selbst. Oder denkt, er wäre... Also bei Kindern ist das eben also ganz, ganz, ganz schlimm. Dass sie sich für alles die Schuld geben, die Armen. Hier. Das ist es, an was ich mich erinnere. Er hat schon nichts Originales mehr gezeichnet seit einiger Zeit. Er malt einfach nur die Filme, die er mag, immer und immer wieder. Ich verstehe einfach nicht, warum er immer wieder sowas malt. Das passt nicht zu seinem Alter. Er scheint irgendwie in der Vergangenheit festzuhängen. Warte, ich mach's mal so vielleicht. Er sieht fröhlich aus, aber warum? Er wurde allein gelassen und niemand kümmert sich um ihn. Nach all dem, was er durchgemacht hat, sollte er weinen. Das ist es, an was ich mich erinnere. Und unten steht nochmal I'm sorry. Armer Junge. Ja, Kinder verarbeiten das ja auch anders. Ich weiß ja nicht, wie alt er ist. Oder ist das unsere Kindheit? Ist es so ein Trauma? Das ist ja immer so bei den psychologischen Horrorspielen. Man verarbeitet immer irgendwas, der Charakter. Ja, seht ihr, der Spiegel ist durchsichtig. So ein magischer Spiegel, ne? Wie man sagt. The Death. Um the Death? Wer ist denn gestorben?
Warum komme ich nicht ran an das Bild? Kann ich hier noch im Gang noch was machen? Ich setz erstmal die Bilder ein, dann werden wieder Sachen passieren, schätze ich mal. Machen wir es mal so. So. Welches habe ich denn jetzt ausgewählt? Links oder rechts? Nee. Walking among... Achso. Walking among strangers, I think I want to give it back. Liegt hinter dem Licht. Ah, eine Zahl. 074522. Vielleicht jemand am Telefon? 074522. I spy with my little eye. A little thing. A little ring? I spy with my little eye. Dieses I spy with my little eye, das ist sowas wie, ich sehe was, was du nicht siehst. So ein Kinderspiel halt, ne? Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist blau. Und das ist da oben durch die, durch diesen Spion, wette ich. Dann fällt es hoffentlich runter. Richtung hier oben ist weg. Ah! What the fuck? Oh! Hat so ein bisschen erschreckt. Wow. Dein Traum ist... Er fällt. Dein Traum fällt. Wow, der hat eine Menge Videotapes. Aus Videotape. Okay, dann packen wir es mal in den Fernseher. Mal sehen, was kommt. Die Zeichnung ist noch da, okay. Das Geschenk, da ist es doch. Okay, das war jetzt sehr kryptisch. Lag das vorher schon hier, das Zeug? Aber hier muss der Schlüssel sein. Triangular Emblem. Unruhigend dieses Spiel, die ganze Zeit. Bin ich so schlecht dabei irgendwie, wenn ich hier durch die dunkle Gänge laufe. Jetzt da raus, wo ich vorher war? Wow. Ob mich der Geist verfolgt hat. Aber auch irgendwie so... Kommt das hin von der Geometrie hier? Also Geometrie.
Oder Architektur. Wieder der Regenbogen. Oh, jetzt auch noch ein Keller hier. Look down, nothing. Look up, nothing. Sieh nach oben, sieh nach unten, nichts. Ist creepy hier. Sieht halt auch so gut aus, deswegen ist es auch so unangenehm, weil alles so echt aussieht. Warte mal, 2,5? War da nicht irgendwas? Wahrscheinlich wird das alles nichts helfen, was ich jetzt mache. Ich muss irgendwo den Code finden. Ich meine halt, im Video war ganz kurz zu sehen, da war eine 2, da war eine 5 am Anfang, ne? Aber ich will jetzt nicht hochlatschen, mir das wieder ansehen. Das muss hier irgendwo sein, wahrscheinlich die Lösung. Ich bin jetzt hier oben, da wo das Bild liegt. Also, drawing of the candlelit corridor. Ist da runtergefallen. Oh! Alter! Die Physik vom Stoff ist wirklich, wirklich gut. Wirklich gut. Also ein bisschen unsicher aus. Ah. Hier bin ich. Guck mal rein. Haben wir den Schlüssel? Den Dreieckschlüssel. Warum ist auf einmal der Schmierfleck in der Mitte? So, die Kiste. Da, in diesem Gang mit den... 7, 2, da ist es doch. Habt ihr gesehen? 7, 2, 5. Noch ganz kurz eine 6 vielleicht. Warte mal. 7, 2, 5, 6. Geh nochmal gucken. Schön, wenn es das jetzt schon wäre. Ist auch hier vorher eine Zahl gewesen, die ich nicht gesehen habe. Oh! Das war's. Wear Emblem Key, alles klar. Das ist eine echt lange Demo, oder? Also, Demos erwarte ich jetzt nicht, dass sie über 20 Minuten lang sind generell. Ich habe nur gesehen, ich habe das Spiel schon länger auf der Wishlist in Steam und jetzt habe ich gesehen, die Demo ist schon ein bisschen draußen. Warte, erstmal das Bild einsetzen.
Habe ich nämlich alle vollständig. Mal sehen, was passiert. War das jetzt falsch rum? Oh, das gehört. Ich glaube, irgendwo sind die Bretter von der Tür gefallen. Ah, wahrscheinlich hier, ha? Huh? War es so schmerzhaft? Ja, du hättest nicht herkommen sollen oder dorthin gehen sollen. Sorry, 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 sorry. Sorry, but not sorry. Mal gucken, weil irgendwie manchmal sieht es aus, als würde es schlecht laufen, aber das liegt an diesem Scheißprogramm. Ich würde gerne was anderes nutzen. Und jetzt nicht Bandicam, das wurde mir schon empfohlen, nein. Wo ich halt auch die Facecam mit gleichzeitig aufnehmen kann. Ich weiß, es gibt noch Shadowplay, aber bin ich auch nicht so zufrieden mit in letzter Zeit. Das war mal eine Zeit lang richtig cool, aber jetzt wieder, die patchen halt immer so unnötige Sachen, so, dass es dann halt wieder nicht geht und... Hi. Sind wir das vielleicht, dass wir uns unter den Laken verstecken und vor allem so ein bisschen auch unsere Gefühle so ignorieren und aussperren und so tun, als wären wir halt ein Geist und wären gar nicht da? Dass wir das selber sind in Wirklichkeit? Ich stelle nur Fragen. Ich glaube, vielleicht ist es... Ich weiß nicht, ob es so ist, aber... Ewig hohe Decke. Ah. Immer einen Weg verpasst. Den hier. Oder? Ne. Das ist eklig. Sag mal, schon wieder eine Sackgasse hier. Das kann aber nicht sein, das ist der einzige Weg, oder? Das ist das Geschenk! Und jetzt ist überall das Licht an. Was für ein Geschenk? Es geht ja wohl darum, dass er das Geschenk nicht will, aber was ist das für ein... Was ist da drin? Also sieht es gleich viel weniger eklig aus, wenn hier alles... Kerzenlicht erhellt ist. Einfach mal den Lichtern nach. Toll.
Voll verarscht. Mache ich jetzt mit dem Geschenk? Bringe es dem Kind zurück in sein Zimmer oder was? Ah! Jetzt vielleicht hier raus? Endlich! Ich wollte gerade sagen, machen wir die Kerzen an jetzt. The Choice. Die Wahl. Immer links. Oh, das ist ja traurig. Spielt das überhaupt eine Rolle? Ist das ein Joke? Ist das ein Witz? Habe ich gewonnen? Gibt es hier ein Entkommen? Hilf mir, der einzige Weg. Wahl, Entscheidungen. Es gab keine Entscheidung. Da sehe ich auch so, ob ich jetzt der einen gestalte das Geschenk oder der anderen. Im Prinzip führt alles zum selben Weg hinaus. Hast du es verstanden? Smiley? Es gibt keine Wahl, vielleicht soll es das bedeuten. There is no choice. Oh. Jetzt zum super Zombie-Affen, ne? Sieht gut aus. Oh, gut aus. Geh mal raus, ist ein schöner Tag. Hey, komm. Trigger. So what are you going to do? Weiß have nicht. You made up your mind? Richtig geil Döner essen I gehen. I can help you with the move. I have the weekend off, so I will come to your place, okay? Nee. Du bist gruselig. Komische Frau am Telefon. Ich kann nicht raus. Aber nicht raus. Geht nur weiter rein. Ich hab dich gewarnt. Ich hätte gerade diesen Schlüssel gehabt, diesen Silberschlüssel. Vielleicht hätte er was gebracht. Danke fürs Spielen. Du kannst jetzt Luto zu deiner Wishlist adden. Ja, mach ich auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde mich freuen über Nö und wir sehen uns wieder zu was anderem. Ich bin euer Bruger und macht es gut. Bis dann. Tschüss.